Servus Freunde, herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge des Car-Mechanik Simulators. Wir sind heute hier wieder bei unserem Ford Mustang unterwegs und da habe ich mir noch gerade gedacht, haben wir überhaupt die Reifen kontrolliert? Ja, haben wir. Okay. Das wäre nämlich noch sowas gewesen, wo ich mir gedacht hätte, ja, könnte sein hier. Eins, was mir auch schon mal bei der Karosserie angezeigt hat, was aber eigentlich nicht da dazugehört. Nee, das dürfte eigentlich passen. Ich glaube nicht, dass da jetzt was war. Schauen wir noch mal kurz. Das hat ja im Endeffekt nichts mit der Aufhängung zu tun. Nö, passt eigentlich alles. Drum gehen wir jetzt mal raus hier. Hier ins Haupttor, dann auf die Teststrecke mit den Salim Spectre. Und dann schauen wir mal, was der werte Kollege hier so für Problemchen mitbringt. Ja. Ich bin schon gespannt, ob wir hier jetzt was herausfinden. Wenn nicht, beenden wir den Auftrag so, weil sonst wird es nicht mehr wirtschaftlich. Alter, das Ding driftet. Oh, pop, 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 pop. Alter, ist das Pferd hier wild. Wo das Geile ist, der Fahrer lenkt automatisch dagegen. Okay, ich muss den Aufhängungstest nochmal machen. Also, dass ich da drüber gesprungen bin, das hat ihm nicht so gefallen. Gut, fahren wir einfach nochmal von neu. Ach, da müsste die Karre jetzt schon im Arsch sein hier. Anfangs übersteuert er und danach geht er ins Untersteuern, also relativ unangenehm zum Fahren. Das war, glaube ich, auch die längste Probefahrt, die wir je hier gemacht haben. Aber ich finde die Strecke vom 218er deutlich angenehmer als wie die des 215ers, weil die war ja zwar geil angedacht mit einem Industriegelände, aber nicht so gut umgesetzt. Radnabenlager, okay, aber welches? Ich hätte doch meines Erachtens alle angesehen. Beziehungsweise jetzt auch alle markiert gehabt, aber gut. Ich hab die doch angesehen. Du wirst mich doch verkacken hier. Beinhart hier hinten drin ist es. Aber gut, ist zum Glück jetzt schnell getauscht. Weil ein Radnabenlager habe ich ja genügend auf Lager hier. So, dann raus mit dir. 7000 kriegen wir als Einkommen. Davon sind gute 4000 Reingewinn. Man kann auch hier wieder upgraden. Verbesserung freischalten. Jawohl. Und jetzt haben wir auch hier ein Ersatzteillager. Da können wir gleich mal hier einlagern. Geht denn das hier zum Verschieben? Ah, mit Rechtsklick, okay. Alles, was jetzt hier aktuell nicht gebraucht wird, wobei das können wir verkaufen. Das ist halt ein Zustand, was nicht mehr reparabel ist. Wir lagern einfach mal alles ein hier.
Kann man eigentlich noch gebrauchen. Das behandelt man auch mal alles, was 100% hat. Kommt auch mal alles weg. Wie viele Felgen habe ich da überhaupt mit hier? Halleluja. Also ich schleppe schon immer relativ viel hier in meinen Hosentaschen mit rum. Gut, das Radnabenlager, das können wir auch eventuell nochmal verbauen. Beim Rest muss man einfach schauen, was ist reparabel, was nicht. Was reparabel ist, macht man natürlich wieder heile, sofern dass wir genügend Prozent haben. Das ist mal wieder die Voraussetzung. Wobei, ob wir im Bereich Kupplung was reparieren können, ich bezweifle es. Aber gut, müssen wir einfach mal schauen. Ein bisschen was haben wir jetzt noch mit. Der Rest ist alles im Ersatzteillager. Wir haben zwei Bühnen, wir haben zwei Einfahrten. Was hat sich noch so geändert? Wir haben jetzt ein Büro. Mit zwei Computern. Jawohl. Eventuell müsste man das Ding sogar von heraus erreichen. Jawohl, gleich für das Telefon auch. Da bin ich happy. Wir haben Motorheber, was auch schon mal ganz wichtig ist. Und ich würde sagen, wir gehen mal hier. Wir können jetzt auch auf den Schrottplatz. Jawohl, aber erstmal hier. Alter, nein, Schuppen. Lass uns mal zum Schuppen gehen. Schauen wir uns mal hier einen Schuppen an. Was da alles so gibt. Denn ich bin echt gespannt, wie das so ist hier mit den Schuppen. Das kann man dann alles mitnehmen, oder wie? Was haben wir hier? Mazda RX-7, rechter Scheinwerfer, der noch relativ gut ist. Warum auch nicht hier? Ich will generell das ganze Auto mitnehmen. Gut, er lässt sich nicht starten. Den Wagen würde ich gerne mitnehmen. Das irgendwie. Preis des Autos 26.500. Okay, das haben wir nicht. Der kostet 23.000, gut, da gehen wir nochmal zurück zur Garage. Teile kosten mich 905, das ist definitiv was ich gerne zahle. Weil was sind schon 905 Dollar für die ganzen Teile? Wenn ich die repariert kriege, dann kann ich da ordentlich was verlangen für. Schauen wir einfach mal. Wir können dann auch noch auf den Schrottplatz gehen, erstmal hier wieder die Teile einlagern. Oder sind die automatisch? Ne, sind sie nicht. Den Sitz lagern wir auch mal ein. Die Felge hier auch. Tür auch. Das brauchen wir soweit jetzt alles mal nicht. Ein paar Felgen haben wir mitgenommen. Dodge Challenger Scheinwerfer lagern wir auch mal ein.
Und dann würde ich sagen, gehen wir mal hier auf Aufträge. Wir haben sicher wieder, ja, hier eine Kobra haben wir sogar. Würde ich sagen, move wir die zweimal auf die Heber. Hebebühne 1 und auf die Hebebühne 2. Oder B, wie sie hier genannt wird. Holen wir uns die nächsten Aufträge rein. Ein kleiner Terra-Zwerg aus dem Hause Renault. So ein Clio. Und nochmal ein Mustang. Also Renault Clio RS hat schon was hier. So, schließt man wieder. Schauen wir mal, was die zwei hier haben. Einmal hoch mit euch. Was hast du für ein Problemchen? Repariere die klopfende Aufhängung. Es ist schwer, das Auto zu steuern. Überprüfe das Fahrwerk und setze die defekten Bauteile. Dein Problem mit dem Bremse. Beseitige die Probleme im Schaltgetriebe. Das heißt, du wirst gleich mal hier komplett hochfahren. Und bei dir schauen wir auch gleich mal, was du so für Problemchen mit dich bringst. Mein Motor springt nicht an, auch wenn ich es mal, auch wenn es mal fährt, dann gibt es komische Geräusche von sich. Und einen Ölwechsel brauchen wir auch. Das heißt, wir fahren den Wagen eigentlich wieder ganz runter, wollte ich. Und jetzt haben wir hier den Motorheber, mit dem würde ich es gerne mal probieren, hier ein Ding auszubauen. Gerät verschieben. Hebebühne A. Okay, ich muss das Getriebe erst demontieren, dann kann ich den Motorkern ausbauen. Dadurch, dass er mehrere Leiden hier am Motor hat, macht das definitiv Sinn. Ich würde halt gern mit Getriebe, wenn möglich, ausbauen, aber das geht sowieso auch schon nicht. Ich bin schon gespannt, wie das ist mit dem Motorheber. Zugang von der Motorkammer. Ja, gut. Dann fahren wir das Ding wieder runter. Währenddessen fahren wir dich wieder weiter rauf. So, dann fährst du wieder hoch. Wir können hier uns schon mal die Aufhängung ansehen. Ui. Das verbirgt Schlimmes. Naja. Runter mit dem Getriebe. Dürfte das dann raushebbar sein? Währenddessen machen wir hier den Reifen runter. So, und jetzt müssen wir den Motor rausheben können. Gut, jetzt muss der Flammer auch noch weg. Ziemlich viel demontiert werden hier. So, dann dafür hier den nächsten Reifen runter. Sind wir halt produktiv. So, wo haben wir hier das Flammenrohr jetzt? Und das könnte man nicht vorher schon hinschreiben, dass das auch weg muss. Ah, ich glaube, es will mich verarschen. So, dann lassen wir das Öl noch ab. Ja, man muss erstmal herausfinden, was man alles entfernen muss, damit dass man den Motor rauskriegt. Das ist ganz normal. Zieh mal einer an. Jetzt haben wir hier den Motor. Aha.
Da kann man natürlich ordentlich hier reparieren, das ist natürlich geil. Werden wir dann gleich auch nutzen. Ich würde sagen, erstmal schauen wir nochmal, was hier alles gefordert wird. Okay. Sehe ich jetzt hier aktuell nicht. Ist irgendwo klar. Zustand des Fahrzeugs. Mein Motor springt nicht an. Wenn er mal fährt. Okay. Zerlegen wir hier mal das gute Stück. Einmal runter mit dem Kopf. Hier überhaupt dann die Zündkerzen alle verbaut. So, Kraftstoff hinter gleich mal weg. Der hat auf jeden Fall mehrere Leiden hier am ganzen Motor. So viel steht schon mal fest. Hier sitzt der Riemenspanner. Ich mir schon fast gedacht, ein Motor hier im Spiel ohne Riemenspanner, das gibt's ja fast gar nicht. So, dann hier Nockenwelle wieder rein. Nockenwelle wieder rein, sage ich. Ja, die ganzen Dinger hier und weg. Hat das Ganze hier einen schlechten Zustand. Das Ding überhaupt noch fährt, ist ja ein Wunder. Auch wenn nur noch selten, aber dass er überhaupt fährt, das wundert mich. Ja. Gehen wir gleich mal hier an die Kupplung ran. Kommen wir hier auch wieder ordentlich dran. Zerlegen wir hier einfach mal alles und dann sehen wir eh, wie es soweit aussieht. So. Haben wir nur noch zwei Kolben, die wir rausnehmen müssen. Und dass dann auch der Wagenheber durch unseren Motorblock durchschaut. Aber ja, passiert halt nun mal. So, jetzt schauen wir mal. Was haben wir jetzt alles soweit gefunden, was nicht gut ist? Okay, ist jetzt schwer zu sagen, weil das Ding nicht mehr im Auto drin ist. Ja. Entferne den Motor vom Heber. Genau, den montieren wir wieder und dann müssten wir jetzt, glaube ich, normalerweise sehen, was alles im Argen ist. Ne, sehen wir nicht. Okay. Nehmen wir den mal. Im Wagen fehlen einige Bauteile des Motors. Ja, gut. Wäre ich jetzt nicht so wirklich drauf gekommen. Der hat 65%, der ist soweit gut. Hier mal einfach jetzt so mal Lichtmaschine, hat auch genug Prozent.
Also das ist ja dann eher ein bisschen umständlich, so wie wir es jetzt gemacht haben. Kraftstofffilter, okay, gut, da braucht man neun. Taucht hier aber trotzdem noch nicht auf. Gut, müssen wir einfach jetzt mehr oder weniger improvisieren. Wir gehen auf Allgemein, dann hier auf Motor. Wo haben wir denn den Kraftstofffilter? Lüfter, das ist schon zu weit hier. Haben wir wieder ein paar gekauft. Da kann man wieder ein bisschen aus mit. Montieren das. Montieren von Bauteilen so und dann hier hinten den Kraftstofffilter hin. Dann würde ich sagen, fahren wir mal wieder hoch mit der Kiste und in der nächsten Folge machen wir den dann fertig. Ich bin jetzt aber an dieser Stelle raus, verabschiede mich, sag tschüss und ciao, euer Guckmaster.